Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir wieder in Minecraft. Und Leute, lasst ein Like da und ein Abo. Würde mich sehr freuen. Wir sind auf dem Weg auf die 4000. Lasst ein Like da und ein Abo. Ich will durchziehen, deswegen. Ja Leute, heute, ihr seht schon am Titel. Leute, ich habe auch letzten Video habe ich auch angedeutet. Ich habe eine, es ist keine XP-Farm, aber es ist eine Creeper-Farm. Und ihr seht gerade auch im Hintergrund hier, ich bin auch hier, ich habe ja ein bisschen noch gefarmt danach und habe mich hier oben hingestellt, also das ist da und da ist meine Villager-Farm und alles. Ja, komm, jetzt ziehen wir erstmal ans Rissen an. Okay, Freunde, wir müssen gleich ein bisschen essen und ihr seht schon, das habe ich im letzten Video noch nicht gezeigt. Deswegen zeige ich es heute, heute schon, was das hier eigentlich ist. Das ist hier meine Hühnerfarm. Ich habe die jetzt so lange vermehrt und alles. Und deswegen ich glaube, das langt jetzt. Hier ein bisschen Eier tun wir mal weg tun. Leute, heute, ich zeige euch meine Farm und alles. Aber davor machen wir das erstmal mit dem Netherite. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein Ding habe. Oder ich muss es farmen. Ich glaube, jetzt habe ich so ein Ding noch nicht, oder? Nein, leider noch nicht. Deswegen müssen wir uns das erstmal farmen. Deswegen müssen wir das mal gucken. Nein, warte, ich will kein Bett. Man braucht, auf jeden Fall braucht man dafür Eisen. Ich glaube, irgendwo habe ich, ja, hier habe ich Gold drinnen liegen, deswegen kann man ja direkt nehmen. Hier muss, ja, hier muss es ja, Dingsfeld brauche ich noch Holz. Ich Holz. Ja, Leute, ich glaube, 10 Holz langen jetzt mal, für so eine Werkbank, aber ich hole mir direkt noch eine Werkbank dazu, weil ich habe keine Ahnung, wo meine ganzen Werkbänke sind. Ich habe hier keine Werkbank. Das geht mir ehrlich ein bisschen auf die Eier. Ja, wir machen das hier mal kurz. So, yalla, dann machen wir. So, dann haben wir direkt eine schöne Werkbank. Und tun die oben so. Ja, hier, das wollte ich. Und jetzt haben wir so einen Schmiedentisch. Können wir uns direkt so schon 6 Banken holen. Was ich als erstes machen will, ist mal meine Rüstung, weil meine Rüstung ist das Wichtigste, was ich eigentlich habe, deswegen ist es ein bisschen besser. Okay, komm, wir ziehen uns jetzt erstmal unsere Netherite-Dings an. Ich hab's so verkackt. Und hier, Leute, das habe ich auch noch nicht im letzten Video gehabt. Ich habe mir Dings da, habe ich mir so ein Schild gemacht, weißt du, im Nether, da hat man das doch gesehen. An meinen Cutter tut es mal kurz einblenden. Ja, ihr habt es ja gesehen, wie ich da gehittet wurde und alles. Deswegen habe ich mir direkt ein Schild dann gemacht. Ich hab hier noch oben Bücher und alles und habe ich noch Reparatur und Dings. Dann habe ich, hab ich mir direkt innerhalb keine Ahnung gemacht. Ja, aber Leute, wir gehen jetzt kurz zu meiner Farm. Die sind jetzt ein bisschen weiter weg, deswegen dauert es jetzt ein bisschen, bis ich da wieder hinkomme. In der Zeit könnt ihr ein Like und ein Abo da lassen und wir gehen jetzt zu meiner Farm. Let's go. Okay, Freunde, wir sind bei uns, bei meiner Farm. Ihr seht da vielleicht ein bisschen Glas. Ich werde euch gleich alles erklären. Und mal, wie viel Boote hier denn bitte stehen. Alter, ich muss hier mal ein bisschen vielleicht aufbleiben, keine Ahnung. So. Es ist eine Creeper-Farm, besser gesagt. Okay, ich war jetzt ein paar Tage nicht mehr, ich war 2 Tage jetzt nicht mehr da, aber in, wo ich die gebaut habe, als ob. Okay, das ist krass. Ich habe mir jetzt einfach so ein YouTube-Tutorial angeguckt, weil ich muss auf die andere Seite. Ja, also die es nicht wissen, wie so eine Creeper-Farm funktioniert. Werde ich die mal umbauen in so eine XP-Farm, ich weiß noch nicht. Aber ja, man steht dann da oben bei dieser AFK-Plattform und dann geht hier in diese ganzen Creeper rein und dann bekommt man hier Schwarzpulver. Keine Ahnung, was man da noch aus Creeper bekommt.
Ja, dann habe ich mir hier gedacht, ja komm, ich mache dann hier ein bisschen Glas, aber wenn ich dann fahren will, dann stelle ich mich hier hin, weil hier direkt über mir ist diese Farm. Und alles, wenn ihr wollt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung oder halt zeige ich euch den Namen und gebt einfach Creeper Farm ein, dann seht ihr dieses Ganze so. Ja, dann stelle ich mich hier hin und alles, aber ja, aber wir müssen da uns jetzt erstmal hochkommen. Ich weiß, ja, hier habe ich keine Blöcke dabei, doch habe ich 32. Okay, Leute, ich bin jetzt hier und dann, ich weiß nicht, ob ich direkt angegriffen wird. Hier so. Also unten sieht es dann direkt so aus, dass wir dann da gehen. Also von hier fliegen diese Creeper dann runter. Aber eigentlich müssen wir jetzt hier, ich habe gar keine Ahnung. Ja, dann gehen wir am besten weiter höher. Warte, das war jetzt 2, gell? Ja, ich glaube, das hier würde die Wangen so. Ja, hier seht ihr es, wie ich das gebaut habe. Leute, das war das Aufwendigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, Alter. Also hier seht ihr hier diese diese Knöpfe, hier diese Falltüren und alles. Das war aufwendiger als mein Leben, Digga. Ehrlich gesagt, ja, und dann müsste man hier bei diesen Löchern, muss man um dieses ganze Ding, muss man so ein Ding machen, keine Ahnung. Dieses Video, was ich mir angeguckt habe, hat 7 Minuten gebraucht, Digga. Ich musste farmen, also dann gingen mir die Steine aus, dann muss ich das machen. Das war geistkrank, das war ehrlich geistkrank. Und dafür lasst ein Like da und Abo. Ey, dafür müsst ihr ein Like und ein Abo da lassen, Alter. Aber ich hab mich. Ja, aber die funktioniert nicht so krass. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Version liegt oder so. Also die Version, auf der spielt. Oder ich weiß es nicht. Weil jetzt auf einmal kommen keine Creeper. Das ist schon komisch. Ja. Aber dann stelle ich mich dann oben manchmal hin. Und dann, ja. Aber wir fahren jetzt mal wieder zurück. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, bis ich dann wieder zurück bin. Bis gleich. Okay, Freunde, wir sind wieder zurück hier bei unserer Farm. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt noch in Nether ein bisschen farmen. Und dann, ja, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ich hier bauen will. Und ach, was ich noch sagen wollte. Ich habe mir überlegt im nächsten Video in ein paar, ich glaube, jetzt kommt noch eine Folge, wo ich dann noch mir ganzen Sachen hole, dann tue ich den Enderdrachen noch besiegen und dann werde ich dann meine Stadt anfangen zu bauen. Die letzte Folge nicht gesehen haben, ich habe vor, mir eine eigene Stadt hier zu bauen und ja, und wenn man eine Stadt baut, dann ist es scheiße, wenn man nicht Minecraft erst durchspielt. Deswegen, oder ist halt sinnlos. Deswegen habe ich mir hier schon direkt eine Stelle alles gemacht. Leute, was ich offline hier mache, ey, das ist geisteskrank. Also hier so eine Fläche. Ich hätte vor, wenn ich dann ungefähr fange ich hier mein Haus an und tu in diese Breite, also hier weiter rausbauen. Und dann ungefähr, keine Ahnung, 5 Blöcke weiter raus. Und ja, aber ich glaube, diese Fläche würde ich nicht so viel nutzen. Vielleicht werde ich hier auch noch Mods drauf tun, dass man hier Autos und Zeug hat. Aber das kommt dann noch alles. Oder ich mache einfach eine ganz standardmäßige Map. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich sowas machen soll oder nicht. Das ist mir relativ egal. Ja. Und dann vielleicht erkunden wir noch mal diese Map und alles und gehen mal in eine Höhle noch ein bisschen. Ja. Schreibt mir auch in die Kommentare. Ich laber hier so viel die ganze Zeit, Alter. Junge, ich weiß nicht, was ich hier mache, Digga, die ganze Zeit. Junge. Ja, schreibt mir halt wirklich in die Kommentare, ob ich mal so eine Map machen soll. So eine Map mache, wo ich einfach nur Minecraft wirklich durchspiele und da, wenn ich durchgespielt habe, ist Ende. Oder ich mache so wie jetzt hier, so eine eigene Stadt will ich mir aufbauen. Und dann vielleicht kommen da noch Leute auf diese Map, hier auf dieser Welt.
Jetzt müsst ihr entscheiden, soll ich eine eigene Stadt bauen, ohne jemand, niemand und alles, dass meine eigene Stadt ist. Oder es kommen hier noch ein paar Leute, ich weiß jetzt vielleicht 3-4 Leute, müssen eigentlich schon sein. Deswegen, ja, einfach ein Like da lassen und alles. Ja, weil ich mache hier Zeit rein und alles und deswegen ist es auch ein bisschen aufwendig. Leute, die jetzt denken, ich habe dieses Dings, da habe ich alles nicht richtig aufgebaut, aber wenn ich das im Video mache, wisst ihr, wie langweilig das für euch werde. Im Video ist ehrlich langweilig, sowas zu machen, deswegen habe ich mir gedacht, ey, dann komm, dann mache ich das einfach offline und fertig ist, weil das ist eigentlich am besten. Und ja. Schreibt mir dann auch in die Kommentare. Digga, ich laber hier so viel. In welcher Welt bin ich hier? Ich weiß es selber nicht, ehrlich. Leute, ich weiß es selber nicht. Ja. Leute, ich glaube, das war's jetzt mit dem Video. Es ist vielleicht ein kleineres, bisschen kürzer oder nicht, aber im letzten Video musste ich viel rausschneiden. Oder besser gesagt, mein Cutter musste viel rausschneiden. Deswegen, Leute, lasst Like da und Abo. Wir haben heute Netherworld. Ich habe euch meine XP-Farm gezeigt. Und vielleicht im nächsten Video. Da kommt was Special. Ich weiß nicht, ob was, weil ich habe da vielleicht noch was vor. Ich muss mir Beton farmen für das Haus und alles. Es kann sein, dass ich schon im nächsten Video ein Haus baue. Jetzt, dieses Video wurde voll viel gelabert. Jetzt hätte ich keine Ahnung, mein Arsch gewesen. Okay, Spaß. Deswegen, vergesst Like und Abo da nicht. Okay, Spaß. Ja, lasst Like da und Abo.